Ja, vielen Dank, Hanna. Ob das hier heute wirklich ein Spitzenspiel wird? Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Und einer, der gespannt ist wie ein Flitzebogen, der sitzt gerade links neben mir. Und deswegen mal direkt die Frage auf dem Papier. Ist es das? Rechnest du auch heute damit? Du hast die Mannschaftsaufstellung schon gesehen, dass das hier heute wirklich ein Spitzenspiel wird? Benny, zu 100%. Das wird hier heute ein echter Kracher, wie schon zuletzt am Freitag das Duell zwischen dem FC Homburg und Eintracht Trier. Der Tabellenzweite aus Pirmasens, der reist hier mit einer ganz breiten Brust an. 7 Siege aus den letzten 7 Spielen. Aber dafür reisen die Gäste auch mit einem ganz kleinen Kader hier an. Nur 16 Spieler befinden sich da auf dem Spielberichtsbogen. Also wir werden sehen, was das zu bedeuten hat und nachher nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Aber erstmal, da widmen wir uns natürlich der Mannschaftsaufstellung unseres SVE. Im Tor, da beginnt natürlich unsere Nummer 23, Andrei Popescu begleitet. Wer auch sonst. Hanni München im Pokal unter der Woche in Moorbach eine gute Leistung gebracht, aber hier in der Liga, das ist die Domäne von Popescu. Dann natürlich in der Viererkette keine Veränderungen auf der linken Seite. Da ackert Kevin Heinz, auf rechts sein Pendant Adam Buzid. Simon Maurer und Josef Sina bilden die Innenverteidigung. Und dann rechnen wir heute mit einer veränderten Formation, mit einem 4-2-3-1, die Doppel-6. Die bekleiden Felix Fischer und Gottmar Mabuba. Die offensive Dreierreihe, links Diefenbach, zentral als Spielmacher Saki Nutzos und auf der rechten Seite der King, Dominik Kinscher. Und ganz vorne der Top-Torjäger, 9 Treffer, Jan Brandscheid. Ja, und unseren 11 Mann auf dem Platz, denen wünschen wir natürlich viel Erfolg und auch das nötige Quäntchen Glück heute in dieser Partie. Und sie müssen bestehen gegen folgende 11, die für den FKP heute hier auf dem Rasen auflaufen. Das ist mit der Nummer 28 der Torwart Daniel Klaes, die 2 Christian Schubert, die 4 auf dem Trikot Yannick Ose, die 7 Christian Grimm, die 9 David Becker, die 10 trägt Patrick Freier, die 13 Sebastian Brenner, die 16 Sascha Hammann, die 19 erst der Kapitän Marco Steil, die 24 Jonas Singer und die 25 Christopher Ludi. Und da war auch der Anstoß in dieser heutigen Partie des 15. Spieltags. Und es gibt die erste Offensivbewegung Richtung 16er des SVE, aber direkt gut zugemacht und gut nachgesetzt da von Saki Nutzos. Und der Heinzer mit dem Einwurf, sichere Variante zu Jupp Sina, der leitet weiter auf Simon Maurer. Maurer macht ein paar Meter. Kinscher, gut mitgenommen. Ach, Brandscheid da von Sascha Hamann vom Spielgerät getrennt worden. Ja, und es gibt ja einige Beziehungen so zwischen dem FKP und der Eintracht. Der Chefcoach erarbeitet in Pirmasens, ist befreundet mit dem Trainerteam des FKP. Aber ein Freundschaftsspiel soll es dann heute trotzdem nicht werden. Nein, sieht man da ganz deutlich. Klasse Balleroberung da erst vom SVE und dann der Pass. Ein bisschen zu unpräzise. Schade, weil das war eine tolle Gelegenheit. Eine 5-4 Situation und das Umschaltspiel, das funktioniert ja eigentlich in den letzten Wochen beim SVE ganz gut. Guter Lauf. Stark. Vom Heinzer. Ja, und noch 3 Personalien, die es zu erwähnen gibt. Ah, Ball versprungen. 3 Personalien, die es noch zu erwähnen gibt. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Manuel Reichert und ihm assistieren Alessia Jochum und Nikola Sprung. Ja. Einwurf Schubert auf Höhe des 16ers. Wird mit Grimm, Ball kommt ins Zentrum und Josef Sina, der klärt artistisch.
Bleibt nun was am Ball. Nein. Aber da gab es auch ein Handspiel, aber Schiedsrichter zeigt direkt an, das war unabsichtlich. Oh, Kopfballverlängerung. Gut. Aber gut gelöst. Gut. Von unserem Kapitän, von Simon Maurer. Gut nachgesetzt. Und da wurde aber am Trikot gezogen von Sebastian Brenner. Deswegen Manuel Reichert mit der Entscheidung korrekt hier auf einen ruhenden Ball für die Gäste aus der Pfalz zu entscheiden. Klasse Ballgewinn da von Maurer, sehr aufmerksam. Mabuba, ja, Ballverlust von Kinscher. Frühes Pressing. Und da holt er sich zurück. Der Gäste, langer Ball auf Brandscheid. Ja. Hatte da das Nachsehen gegen Yannick Osee, der den Körper da gut reinstellt in diesen Laufweg da von Jan Brandscheid. Ist natürlich auch ein anderes Kaliber. Klasse Balleroberung von Godi Mabuba. Und jetzt kann der Heinzer mal das Tempo auspacken. Zieht in den 16er. Ja, legt ihn sich nochmal zurück. Hereingabe wird zum Torabschluss. Hat er gesehen, dass da keiner mitgekommen war, der freigestanden hätte. Und dann gibt es den Schuss durch die Hosenträger, aber leider auch einen halben Meter rechts am Kasten vorbei. Erste Torannäherung in der 5. Minute. Ja, klasse Balleroberung da zuvor von Gottmann Mabuba gegen Patrick Freier, den Zehner des FKP. Becker. Klasse Einsatz von Brandscheid erneut. Jetzt hat er mal das Feld ein bisschen vor sich. Nutzers kommt mit, auch Diefenbach, der geht in die Lücke. Schade, sehr aufmerksam die Hintermannschaft da. In diesem Fall in Person von Christian Schubert. Gut runtergepflügt von Godi Mabuba. Ja. Wollte da nochmal Brandscheid einsetzen. Aber zu ungenau. Brenner. Becker. Nee, Steil. Das war der Kapitän Marco Steil. Nochmal Brenner rausgegeben auf die linke Seite. Auf Osee. Gut geblockt. Stoppt da mal einer den Grimm. Ja, der gibt raus auf die Seite. Ah. Und dann und aber wieder die Möglichkeit zum Umschalten. Und das macht der Heinz einfach super. Ja, und dann gibt es noch das Foul. Absolut richtige Entscheidung hier vom Unparteiischen. Da gleich mehrfach die Hand an der Schulter von Kevin Heinz gehabt. Tolles Solo hier vom Linksverteidiger. Schon das zweite in dieser Partie jetzt. Also ich glaube, Kevin Heinz, der hat heute richtig Lust auf Fußballspielen. So sieht's aus. Und will da auch nach vorne die passenden Akzente setzen. Aber dieser Ball jetzt erstmal natürlich wieder Sache für Saki Nutzos. Ja, da tummeln sich alle mit einer bestimmten Körpergröße. Nutzos, der probiert es einfach direkt mal. Ja. Erste Mal, glaube ich, dass Daniel Klaes hier die Hände an den Ball gekriegt hat. Brandscheid, kein Foul. Gut aufgepasst von Kevin Heinz. Schubert klärt dann zum Einwurf. Wird wieder ausgeführt mit der Nummer 3. Wieder Schubert aufmerksam. Ah, da muss Diefenbach schneller beim Ball sein. Jetzt hat er die Chance, was zu fabrizieren. Wollte da Nutzhaus mitnehmen. Hat aber nicht geklappt. Klasse von Sina, da schon wieder
Jetzt liegt der Pirmasenser da am Boden und dann wird sie nah abgeräumt. Und das ist ein klares Foulspiel. Patrick Freier eindeutig überhart. Währenddessen hier Christian Grimm nach wie vor auf dem Platz liegt, sich den rechten Knöchel hält. War natürlich kompromisslos, wie immer, von Josef Sinar, wie er da agiert hat im Zweikampf. Aber es war ein fairer Zweikampf. Und ja, Grimm steht auch wieder. Ja, hält sich da nochmal die rechte Wade. Aber es geht für ihn weiter. Nur zu Ost, der ist nicht schlecht, Tiefenbach. Ah, und dann verpasst Josef Sinar aus kürzester Distanz. Das ging zu schnell. Aber nächste gute Gelegenheit für den SVE. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Jetzt ist auf der Gegenseite viel Platz. Christian Grimm gegen Maurer. Klasse von Maurer. Popescu ist weit aus seinem Tor raus. Ja. Und wird überlupft. Und deswegen gibt es in der 9. Minute das 1:0 hier für die Gäste aus Pirmasens. Und während Maurer da gut einsteigt, den Ball noch gerade so wegrätscht, war dann ganz links alles frei. Und wie du gesagt hast, André Popescu . Ja, und wir rätseln gerade, wer hier der Torschütze war. Unser Kameramann ist sich sicher, es war Sascha Hamann, der da komplett frei auf der linken Seite war. Und dann André Popescu überlupft hat. Tja, das ist natürlich auch für einen Torhüter eine ganz undankbare Situation da. Vielleicht kann der SVE sofort antworten über Nutzos. Gut, da mal Buba mitgenommen. Hat Godi nochmal eine Option. Ja, da stellen die Pirmasenser alles ganz gut zu. Weiter Ball über die Abwehr. Heinz hält das Leder im Spiel. Oh, und hat da aber zu kämpfen. Hat sich dabei wehgetan bei dem Einsatz. Und wieder läuft der Konter über die rechte Seite. Diesmal ist es Christopher Ludi. Geklärt zum Einwurf. Ja, und das ist natürlich bitter. Du hast gerade die Riesenmöglichkeit, hier in Führung zu gehen. Und in der direkt darauf folgenden Situation gehst du in Rückstand. Aber mental nichts, über das wir uns bei unserem Team Gedanken machen müssten. Denn da herrscht Selbstvertrauen. Und das Wissen, dass man zurückkommen kann, hat man diese Saison schon mehrfach gesehen. Jetzt soll es mal über die rechte Seite gehen. Langer Ball wieder auf Brandscheid, bleibt aber hängen an Osee. SVE gut dazwischen gegangen. Von Nutzos. Mit Mabuba, guter Ball für Heinz. Oh ja, der senkt sich weit, aber gutes Augenmaß von Daniel Klaes, dass dieser Ball nicht aufs Tor geht. Ja, auf der Anzeigentafel prangt jetzt das 0:1. Der Torschütze Sascha Hamann in der 9. Minute. Ja, wirklich, in dieser Phase eine ganz ärgerliche Geschichte. Erster echter Angriff des FKP. Gute Kontersituation. Und ja, da kann man dann schon die Frage stellen, ob Popescu da wirklich rauskommen muss. Es ist natürlich seine Spielweise, das haben wir in dieser Saison schon häufiger gesehen. Er hat da mit der Mannschaft auch mit diesem frühen Rausrücken, insbesondere bei solchen Kontersituationen, schon das ein oder andere Mal, ich sag's mal ganz derb, auch die jüngeren Zuschauer bitte ich jetzt mal wegzuhören, den Arsch gerettet. Und Grimm, der hadert hier mit dem Schiedsrichter, weil er eben die Zweikämpfe nicht gepfiffen bekommt. Zumindest nicht so, wie er es gerne hätte. Und muss sich anscheinend hier an die, ich will nicht sagen rustikale, aber an die körperbetonte Spielweise anscheinend noch gewöhnen, die Schiedsrichter Manuel Reichert auch
korrekterweise durchgehen lässt. Godima Buba. Schön für Diefenbach. Kein Abseits. Ja. Und dann ist da keiner in der Mitte. Ja, und Diefenbach. Klasse von Heinz. Braucht sich da nicht zu ärgern. Es war einfach sein Pass auch, der komplett ungenau einfach mal blind in den 5-Meter-Raum reingepfeffert war. Das müssen sie geschickter machen. Ja, eigentlich ein schöner Angriff. Also auch der Ball von Mabuba für Diefenbach. Der hatte genau die richtige Länge. Nutzos, ja, da muss er den Weg zurückgehen. Weiter Ball jetzt von Sina. Keine Chance für Adam Busit hier diesen Ball zu erlaufen. Ja, wir haben hier schon ein paar gefällige Spielsituationen vom SVE nach vorne gesehen. Aber bislang war dann meistens auch vor dem 16er Schluss. Ja, trotzdem glaube ich, gibt es überhaupt keinen Grund, hier zunächst mal das Schlimmste zu befürchten, denn der SVE ist hier aktuell das bessere Team. Natürlich steht da ein 0:1 auf der Anzeigentafel, aber die erste Viertelstunde, die sich jetzt hier langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt, die war durchaus vielversprechend. Wieder so ein Lauf von Kevin Heinz. Foul an Kevin Heinz schon wieder und jetzt so langsam aber sicher. Da dürfte Manuel Reichert da auch mal über den gelben Karton nachdenken, Benny. Definitiv, das war ein Angriff auf den Körper, nicht auf den Ball. Und ganz ehrlich, ich wollte auch nicht gegen den Heinz verteidigen. Der ist natürlich quirlig, der hat eine gute Technik, der hat die Kondition, der hat das Tempo. Aber da muss halt Reichert auch was gegen tun. Ja, was war das denn? Ja, so war das. Maurer versucht's direkt. Oh. Und dann ist Daniel Klaes rechtzeitig im Bedrohten, im linken Eck. Und den hat Maurer einfach mal aus dem Stand ausgepackt. Schöner Schlenzer. Weil Ose sich da, glaube ich, vertan hat. Ja, hat und sich da auch geärgert, der Simon Maurer. Nächste Standardsituation, Nutzos auf den kurzen Pfosten gespielt, Freier. Ja, und da hatte Busit geschoben gegen Jonas Singer. Singer ja unter der Woche Doppeltorschütze gewesen beim Pokalauftritt des FKP. Und wieder kommt der Popescu raus und was macht der denn heute? Ja, wobei er da rechtzeitig gesehen hat, dass er da nicht hinkommt. Da muss man, darf man eher auch mal bei der Abwehr die Frage stellen, ob da denn keiner sich zuständig gefühlt hat. Also wie gesagt, Jonas Singer, um den Gedanken abzuschließen, unter der Woche doppelt getroffen für den FKP. 2:3 haben die Pfälzer da zu Hause verloren gegen Regionalligist Wormatia Worms im Achtelfinale des Landespokals nach 2:0 Führung. Dürfte ja dem SVE auch durchaus Mut geben zu sehen, dass der FKP unter der Woche noch eine deutlichere Führung aus der Hand gegeben hat. Ja, und Maurer, klasse Grätsche, die er da auspackt. Ja, auch wenn sie in der Liga, wie du eben bereits erwähnt hast, 7 Spiele in Folge alles mitgenommen haben, was man punktetechnisch so erobern kann. Natürlich ist diese Mannschaft bezwingbar. Und auch das war klasse gemacht von Simon Maurer. Aber dazu muss halt auch ein Tor her. Und das ist ja, wie du weißt, ich will nicht sagen die Schwäche, das wäre übertrieben. Aber es ist ja so, dass wir extrem viele Chancen kreieren müssen und brauchen, bis wir dann tatsächlich mal den Ball im Netz unterbringen. Und Chancen, die waren auch heute schon durchaus vorhanden. Ja, Benni, gebe ich dir vollkommen recht. Das Thema Effizienz, das ist in jedem Fall in dieser Saison eins, an dem unsere Blau-Schwarz-Weißen noch ein bisschen arbeiten müssen.
denn du hast es schon angesprochen, sie kreieren sich doch in beinahe jeder Partie 3, 4 ganz, ganz dicke Möglichkeiten. Aber die Torausbeute, die gibt das noch nicht so ganz wieder. Jetzt hier erstmals eine kurze Phase, in der die Gäste aus der Pfalz hier ein bisschen spielbestimmender werden. SVE hat sich ein bisschen zurückgezogen. Welche Optionen hat Sina? Viele sind's nicht. Das war wahrscheinlich die beste zu Brandscheid, aber der kann den Ball da. Naja, der guckt auch immer zu Manuel Reichert und es scheint heute irgendwie eine Angewohnheit der Spieler mit der Nummer 7 zu sein. Sowohl sein Pendant Christian Grimm als auch er fordern immer mal wieder einen Pfiff. Aber meines Erachtens ist das bislang alles durchaus sauber. Ja. Außer das, was Felix Fischer da gerade angestellt hat. Aber halt gegen diesen Christian Grimm und gegen Jan Brandscheid kann ich verstehen, dass Manuel Reichert das einfach nicht reicht. Weil er sagt, das sind Zweikämpfe. Ah, Glück für Mabuba. Ah, schlampiger Pass mit dem Außenrisk. Und Daniel Klaes auf Yannick Ose. Ja. Und dem bleibt nichts anderes übrig, als nochmal Daniel Klaes ins Spiel zu bringen. Der gibt raus auf David Becker. Direkt geblockt von Gudi Mabuba. Schubert. Becker. Doppelpass. Oh, Diefenbach rauscht da vorbei. Klasse. Nochmal ein Doppelpass. Aber ich glaube, der Ball ist zu weit von Schubert, ja. Aber trotzdem, sehr, sehr ansehnliche Offensivaktion hier. Der Doppelpass von Christian Schubert, ich glaube, mit Patrick Freier war es. Ja, es war ein doppelter Doppelpass. Ja. Ja, und Diefenbach, der darf sich da ja noch ein, zwei Worte mit auf den Weg geben lassen von seinem Kapitän, von Simon Maurer. Der war dann nicht einverstanden mit dem Zweikampfverhalten. Diefenbach. Sina. Nutzos. Diefenbach. Und da war David Becker dazwischen. Heinz wieder auf Diefenbach. Ja, der kriegt heute nicht so wirklich den Ball festgemacht. Oh. Kinscher verliert ihn da auch viel zu schnell. Und jetzt läuft wieder der Konter über die linke Seite. Flanke kommt rein. Und die war halb Schuss, halb Flanke. Aber am Ende sagt André Popescu danke. Und pflückt das Leder ohne größere Schwierigkeiten wieder runter. Irgendwas, was wir aus Moorbach mitnehmen sollten, Niklas. Irgendwelche Erkenntnisse. Eieieiei. Und das muss jetzt die gelbe Karte geben, weil auch da Christian Schubert nur auf den Körper von Heinz drauf geht. Also. Und was macht? Ja, und das kann ich nicht verstehen. Also den Heinz haben sie sich jetzt hier ausgeguckt. Das war völlig übermotiviert, wie er da reingeht. Und Manuel Reichert, der zeigt ihm an, einen hast du noch gut. Oder hattest du noch gut, das war der hier. Danach gibt es den Karton und meines Erachtens hätte er sich den auch schon in dieser Aktion durchaus verdient. Nutzos. Ja, Mabuba kommt da zu Fall, aber ist, glaube ich, ausgerutscht. Ja, gibt keine Proteste. Fischer gewinnt das Kopfball. Abseits, müsste abseits gewesen sein. Ja, ich glaube, Kevin Heinz hier unten könnte das da aufgehoben haben. Nutzos gut in den Fuß von Brandscheid. Der jetzt mal über die linke Seite. Gute Bewegung für Mabuba. Nimmt Heinz mit. Und der nimmt Tempo auf. Ah, schade. Dann und der ungenaue Ball. Bis auf den Pass war das wirklich gut. Und jetzt rollt hier wieder der Konter über Patrick Freier. Klasse. Aber, ja, der Maurer ganz kurz und schmerzlos. Wie Gandalf, du kommst hier nicht vorbei. Und dann war der Ball weg. Und Situation
bereinigt. Christian Schubert. Schubert, Ball ist wieder bei Freier. Schubert, gut aufgepasst von Kevin Heinz jetzt in dieser Szene. Steil, der Kapitän, Ose. Oh, Fischer verlängert das Leder, die Fahne der Assistentin ist sofort oben. Alessia Jochum hat da keine neue Spielsituation gesehen, obwohl Felix Fischer da am Ball war. Ansonsten die Abseitsentscheidung, zumindest auf den ersten Blick, absolut korrekt. Gibt auch keinerlei Proteste. Wieder ein langer Ball auf Brandschall, kommt er diesmal ran. Ja, nee. Ich meine, der Rasen, der ist ja auch nass, der ist tief. Bälle werden schnell. Ist heute eventuell nicht das probate Mittel, um hier zum Erfolg, zum Torerfolg zu kommen. Müsste jetzt auch eigentlich jedem da unten klar sein. So, erste Hälfte der ersten Hälfte ist vorbei. Der SVE bemüht. Pirmasens auf Konter lauernd. Ja, und das, was fehlt, ist die nötige Cleverness vor dem Tor. Ja, wie gesagt, das Tor hat dem FKP natürlich gut getan. Das hat man auch gespürt. Also die ersten 10, 15 Minuten, auch noch die unmittelbare Phase nach dem Gegentreffer, gehörte eigentlich dem SVE. Aber in den letzten Minuten, da konnten sich die Pirmasenser, da konnte sich das Team von Trainer Peter Tretter hier durchaus Feldvorteile erspielen. Ja, zunächst guter Flankenlauf, aber die Hereingabe, die war nix. Diefenbach macht's sofort schnell für Brandscheid. Schade, schöne Idee. Kann sich da gegen Marco Steil nicht behaupten. Wieder der Versuch auf Diefenbach. Brandscheid, ja, gibt wieder Einwurf. Ja, der wird da natürlich umklammert. Aber er macht es nicht besser, wenn er sich nach jeder Gelegenheit oder ja, in jeder Situation bei Manuel Reichert beschwert. Hatte jetzt vielleicht mal ein bisschen recht, aber... Ja, Diefenbach, Nutzhorst. Bisschen klein da, aber bleibt am Ball. Mabuba, die Hereingabe ist gar nicht so verkehrt. Marco Steil klärt zum nächsten Einwurf. Diesmal Heinz, der nächste Tunnel. Freier, ja, und dann gibt's wieder Einwurf. Ja, aber natürlich von Freier so nicht beabsichtigt. Kommt da nicht richtig an den Ball ran. Mabuba. Ach, schade. Am Ende ist es Schubert, der Gudi da abschießt. Aber das ist genau das, was ich meine. Sie kommen ja nach vorne, sie haben ihre Situation im 16er, aber dann ist alles, was danach raus resultiert, ist halt unsauber. Auch die Flanke in die Mitte eben von Gudi Mabuba. Die kommen halt nicht an, da ist halt niemand. Ja, Kinscher, Ball wieder abgefangen. Schöne Bewegung jetzt mal von Mabuba. Oh, der Pass, der ist zu kurz für Busid. Und der kommt da mit der Grätsche und... Ah. Ja, Wahnsinn. Man sieht am Einsatz, da hapert es mal wieder nicht. Lediglich so ein bisschen an der Genauigkeit, an der Präzision. Vielleicht auch ein bisschen an der Konzentration in der einen oder anderen Situation. Gudi Mabuba, der dürfte ja heute doppelt motiviert sein, vor den Augen seines Papas. Der ist heute hier im Moselstadion mit dabei. Sina, der ist zu weit, glaube ich, für Diefenbach. Ja. Ja, und der war auch im Abseits. Ungewohntes Bild, wenn ich nach unten schaue. Peter Tretter, der
steht so, würde ich sagen, 50% der Zeit. Aber sein Gegenüber, Daniel Paulus, der ist heute relativ zurückhaltend. Unterhält sich gerade mit Hermann Weyrich. Aber scheint aktuell zufrieden zu sein mit dem, was seine Mannschaft hier zeigt. Lutzos. Fischer. Maurer. Ui. Wieder die Kontersituation. Sina. Und gibt's dann gibt es Elfmeter. Und dann gibt es Gelb für Josef Sina. Und ich sag einfach mal, da muss er ja fast schon froh drüber sein, dass es da nur den gelben Karton gibt. Und das war 20. Minute. Diesmal ging die Situation auf das Konto von Simon Maurer, den ich hier schon oft gelobt habe innerhalb der letzten Minuten, weil er ja heute eigentlich sehr kompromisslos und gut in den Zweikämpfen agiert, wie immer. Aber da der Ballverlust und ins Dribbling zu gehen, war nicht die beste Idee, die er hatte. Und im direkten Gegenzug schlägt dann die Cleverness zu. Setzt damit Josef Sina unter Druck. Ja. Und Christian Grimm vollstreckt zum 2:0. Eiskalt verlädt André Popescu, den man natürlich bei Elfmetern keinen Vorwurf machen kann. 2:0 und das ist jetzt wirklich bitter nach 30 Minuten. Und der Eintracht, der müsste jetzt so langsam mal was einfallen. Noch ist ja alles drin. Aber sie müsste jetzt mal die zündende Idee haben, wie sie Daniel Klaes nach hinten fassen lassen müssen. Ja, das war sie nicht, Benni. Die zündende Idee. Vielleicht jetzt Busit mit Fischer. Nee. Ja, man spürt natürlich schon auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Dominik Kintscher, der hat hier noch ein bisschen Probleme, so richtig ins Spiel zu finden. Man merkt ihm schon an, die rechte Position da in der Mittelfeldreihe, das ist nicht unbedingt seine Lieblingsposition am wohlsten. Da fühlt er sich im Zentrum. Und das merkt man ihm leider aktuell auch noch ein bisschen an. Also wenig Aktionen, nimmt wenig am Spiel teil hier bisher. Maurer mit Sina. Ja. Und diese hohen Bälle heute, die kommen einfach nicht an. Weil schauen Sie sich das mal an. Schauen Sie sich mal den Größenunterschied zwischen dem Kapitän der Gäste, Marco Steil, und Jan Brandscheid an. Ja, könnte mir vorstellen, dass Daniel Paulus auf genau diesen Umstand. Ja, wieder Freistoßpfiff, da Kintscher. Und da war Frust bisschen drin. Zu hart eingestiegen. Also könnte mir vorstellen, dass Daniel Paulus hier in der Pause reagieren wird. Möglicherweise mit der Einwechslung eines zweiten Angreifers auf der Bank hat er da mit Luca Sasso-Sand eine Alternative sitzen. Ansonsten vielleicht auf den Flügeln ein bisschen mehr Präsenz, gerade auf der rechten Seite über Busit und über Kintscher. Da kommt in der Offensive noch ein bisschen zu wenig. Wenn was geht, dann über links, über Heinz und Diefenbach. Vielleicht da Liras, Kaya Oglu, Kandidaten. Wobei Ömer natürlich tendenziell auch eher über links kommt. Grimm, das ist zu leicht. Aber die Hereingabe, die ist definitiv zu feste. Oh, und eins über das halbe Spielfeld. Ja, und dann ist Endstation bei Jan Brandscheid. Und ich würde einfach mal jetzt unterstellen, es ist nicht unbedingt heute sein Tag. Tut sich heute sehr, sehr schwer. Ja, Ball von Kevin Heinz war natürlich in dieser Szene auch nicht ideal. Brandscheid war im vollen Lauf, musste da stoppen, um den zu kriegen. Undankbarer Ball. Becker.
Ja, aber Brandscheid, der sieht auch richtig angefressen aus, wenn man dem ins Gesicht guckt. Ja, und jetzt ist auch Daniel Paulus da unten, der Eintracht-Coach, mal so ein bisschen erwacht. Saß bis vor 2-3 Minuten da ganz tief versunken in seinem Sessel. Und jetzt, da fängt er an zu tigern da unten. Also man kann sich vorstellen, in der Halbzeitpause, das könnte ungemütlich werden in der Eintracht-Kabine. Fischer mit Mabuba. Kurz, Fischer, Fehlpass und jetzt kann es natürlich wieder schnell gehen, wenn der FKP hier mal aufzieht, gut aufgepasst von Busid. Ja. Becker, ja, der ist nix, dieser Versuch. Ja, und Josef Sinar im Talk mit Daniel Paulus hat ihm so wahrscheinlich nochmal die Situation von eben geschildert und sagt, Mensch, mir blieb doch gar keine andere Möglichkeit. Maurer. Gudi Mabuba. Ja, schöner Ball. Verlagerung. Ja, aber das ist natürlich auch das Spiel des FKP. Die Mannschaft von Peter Tretter steht da extrem kompakt. Jetzt mal über Heinz. Aber auch da wieder gut und von Sinar. Gut von Josef Sinar, ja. Aber genau das ist es und das haben wir jetzt wirklich 3-4 Mal schon gesehen in diesen gut 35 Minuten. Exakt genau das hier, nämlich gut durchgesetzt, gut über eine Seite reingekommen, Ball kommt in die Mitte und man sieht nur Gelb und Grün. Und jetzt gibt es den Wechsel. Ja, den Doppelwechsel sogar. Kinscher und Mabuba werden oder haben den Platz bereits verlassen. Dafür Sasso Sand und Georgios Liras mit dabei. Ja, das ist eine Ansage von ja, gut. Daniel Paulus. Ob du hier 3-0, 4-0 verlierst oder ob du hier noch was gewinnen willst. Ah, gucken wir mal, wie sich das Ganze dann jetzt gleich taktisch darstellen wird. Ja, Brandscheid rückt jetzt auf die rechte Seite raus. Sasso Sand geht in die Spitze. Und ehrlich gesagt habe ich gar nicht gesehen, dass die zwei sich warm gemacht haben. Tja, also schauen wir mal, ob das Trainerteam um Daniel Paulus und um die erfahrenen Rudi Tömmes und Hemmer Weyrich damit den richtigen Riecher bewiesen hat. Wir werden es sehen in den kommenden Minuten. Ja, Hereingabe direkt für Steil, Grimm gegen Fischer. Ja, gut nachgesetzt von Fischer, aber wieder ein bisschen ungeschickt vielleicht. Unfair ist da sicherlich nicht ganz das richtige Wort. Ja. Busid da scheinbar zu spät gekommen gegen Singer, so sieht es zumindest der Unparteiische. Trifft auf jeden Fall volle Lotte den Ball, ob da jetzt noch Fleisch dazwischen war. Ah, allzu schlimm wird es nicht gewesen sein. Ja,
So, mal schauen, ob der SVE hier noch die Schlussphase des ersten Durchgangs für eine kleine Sturm- und Drangphase nutzt. Marco Steil mit dem hohen Ball. Ach ja, also das kann ich jetzt tatsächlich erstmals nicht ganz nachvollziehen, die Entscheidung von Reichardt. Ja, der hat bislang solche Dinger eigentlich durchlaufen lassen. Und dann ausgerechnet gegen den Kleinsten, ausgerechnet gegen Georgi Liras, pfeift er dann. Ja, bei Georgi kann man ja fast kaum von Körpereinsatz sprechen. Grimm mit der Hereingabe. Bleibt in der Einmauer, Einmannmauer stecken. Nutzers. Ja, Oh. Also, jetzt macht er sich keine Freunde hier im Stadion. Referee Manuel Reichardt. Hab ich jetzt auch nicht sehen können, was er da gesehen haben will. Und nächste Freistoßsituation für die Gäste des FK 03. Pirmasens wird reingechippt, da ist aber Maurer. Ja. VOC. Und Ludi kommt da wohlmöglich nicht mehr an den Ball ran, weil Schiedsrichter Manuel Reichardt ihm da im Weg stand. Sei es drum, Sascha Hamann mit dem Einwurf. Müssen sie eigentlich sauberer klären. Da ist jetzt keiner mehr da vorne. Oh, was für ein Ball. Aber abseits. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also die Hände von Pirmasens Cheftrainer Peter Tretter, die gehen da in Richtung des eigenen Kopfes. Der kann das nicht so richtig fassen, die Entscheidung. Von hier natürlich schwer zu sehen, aber es war zumindest eng. So oder so, Glück für den SVE in dieser Szene. Toller Ball. So, Liras. Ja. Und Becker auf Nummer sicher. Heinz. Da muss jetzt Bewegung rein. Nimmt Josef Sinar mit. Felix Fischer. Ja, und Pirmasens, die stehen hier echt gut. Und mit dem Zwei-Tore-Polster. Ah, schön abgelegt von Sasso Sand. Gut gespielt mit Liras. Liras zieht ab. Ah, und Klaes hält. Und das wäre es gewesen. Ja, aber SVE noch im Ballbesitz. Ah, Liras. Tiefenbach. Schön für Liras wieder. Für Heinz. Ah. Und genau wie eben einen Meter rechts am Tor vorbei. Ah, und der ärgert sich, aber bedankt sich dann nochmal. Kopf tätschelnd bei Liras. Ja, das wär's doch jetzt. Jetzt noch ein Tor zur Pause. Egal, ob es die Wut ist vor dem jetzigen aktuellen Ergebnis. Die Angst vor der Ansprache von Daniel Paulus in der Kabine. Oder was auch immer. Solange sie hier den Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit machen, das wäre Gold wert. Ja, das ist allein sowas ist schon mal für die Moral wieder nicht schlecht. Denn das sah hier das erste Mal seit, ja, ich sag mal, knapp 25 Minuten mal wieder richtig nach Fußball aus, was der SVE da im Angriff gezeigt hat. Und das sollte doch Selbstvertrauen geben. Sina, schön mit Tiefenbach. Oben hätte Nutzos ein bisschen Raum, ja. Ah, der Ball für Brandscheid. Gut gedacht, gut gemeint. Aber in der Ausführung dann nicht präzise genug. Schade. Ja, aber das sind jetzt neue Wege. Neue Wege, die der SVE hier in der Offensive gerade auftut. Das ist genau das, was er auch bitter nötig hat. Ja, also ist ganz interessant zu beobachten. Gegen den Ball, da ist das hier ein 4-4-2 situativ. Also die Mannschaft verschiebt natürlich. Aber man hat da eben gesehen, Nutzos und Sasso Sand ganz vorne, die sind die, die anlaufen sollen. Kein Problem für Popescu, diese Flanke von Becker. Trotzdem dummes Missverständnis da. Und Diefenbach, der nicht ordentlich hinterher geht. Ah, und Heinz. Ja.
Ah, gute Idee für Liras. Hätte er vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gehen können. Schubert, gut von Heinz. So oder so, gut von Kevin Heinz. Der Heinzer. Ja, der ist hier gerade zum Gefühl 10. Mal die Linie komplett auf und abgelaufen. Und ich sag mal wirklich angestrengt, sieht der nicht aus. Also fitnessmäßig ist dieser Kevin Heinz wirklich ein absolutes Vorbild. Tiefenbach, ja, ackert da, aber Ball landet bei Schubert, bei Becker, toller Ball. Aber dann ist Maurer dran und dann bleibt Jonas Singer. Nur noch dieses Kunststück, tolle Bewegung von Ose gegen Sasso Sand. Grimm. Gut gespielt, Singer setzt sich gegen Maurer durch. Hereingabe ist hervorragend für Christopher Ludi. Und das geht zu einfach. Das geht zu einfach. 3:0. Wow, ist eine Ansage. Haben wir in dieser Saison noch nie erlebt, glaube ich, zur Halbzeit 3:0 zurückzuliegen. Yo. Ja, und ich glaube, das ist heute wirklich eine bittere Lehrstunde für unsere Eintracht. So geht's. Pirmasens, 3 Chancen, 3 Tore. Und jetzt ist es hier mucksmäuschenstill im Stadion. Da muss sich der ein oder andere anscheinend erstmal die Augen wischen, ob das hier wirklich so sein kann. Es ist bitter, aber so ist es. Und jetzt sagt Manuel Reichert, das war's mit dem ersten Durchgang. Tja, was haben wir dazu zu sagen, Niklas? Ja, Benni, ich glaube, viel bitterere 45 Minuten haben wir eigentlich in dieser Saison noch nicht erlebt. Mannschaft hat stark angefangen. Die ersten 10 Minuten, die gehörten hier eindeutig dem SVE. Da war durchaus die ein oder andere Chance auch mit dabei, hier in Führung zu gehen, Kevin Heinz. Und dann, wie es im Fußball manchmal so geht, bekommst du nach der dicken Möglichkeit selber das Tor zu erzielen, im Gegenzug das 0:1. Ja, und danach haben natürlich die Gäste Sicherheit bekommen. Sie haben eine extrem starke Mannschaft, das haben wir im Vorfeld schon angesprochen. Eine tolle Mischung aus Regionalligaspielern aus der vergangenen Saison und Leistungsträgern aus der zweiten Mannschaft, die in der Oberliga gespielt hat. Also wirklich auch eine qualitativ gute Truppe und das macht sich hier bemerkbar. Ich denke, im zweiten Durchgang kann es eigentlich erstmal nur um Schadensbegrenzung gehen und wir hoffen mal, dass vielleicht irgendwie hier noch was geht. Ja, schauen wir mal, wie der SVE in die zweite Halbzeit geht. Das ist ja heute wirklich das Spiel, ich sage es mal, jung, wild, dynamisch gegen alt und erfahren und eine kleine Lehrstunde bislang. Mal schauen, es ist eine Doppelstunde, wie es dann in der zweiten Halbzeit aussieht. Bis dann. So, und da sind wir wieder zurück zum zweiten Durchgang. Frage direkt an dich, Niklas. Hat sich irgendwas in den Kadern der Mannschaften verändert? Naja, also wie ich das hier sehe, beide Teams, wenn man das so sagen kann, unverändert, weil der SVE, der hat ja bereits wenige Minuten vor dem Pausenpfiff hier zweimal ausgewechselt. Entsprechend denke ich, dass den letzten Tausch, den wird man sich noch aufheben für einen späteren Zeitpunkt dieser Partie. Kein Abseits. Freiers Hereingabe ist super. Und da kommt Busit, aber gerade so noch an den Ball. Ja.
Und es gibt die zweite Ecke dieser Partie. 1:1 nach Ecken. Und es ist eine Angelegenheit von der linken Seite für Christian Grimm. Faustabwehr Popescu. Und Sasso Sand. Lyras vertut sich da. Ja, knackiger Rückpass da von Busit. Sein Torhüter da durchaus in kleinere Schwierigkeiten gebracht. Tja, was denkst du, was hat Daniel Paulus da so von sich gegeben in der Halbzeit? Ja, weiß ich gar nicht so genau, Benny, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich lange oder ob er überhaupt mit in der Kabine war, denn er saß hier während eines Großteils dieser Halbzeitpause weiterhin auf seiner Trainerbank. Ich kann mir schon vorstellen, was er hier nach der Partie sagen wird. Ich glaube, er wird kontrastierend die Leistung vom Freitag in Homburg und die heute möglicherweise gegenüberstellen, denn das war wahrscheinlich die schwächste Halbzeit unserer Mannschaft in dieser Spielzeit. Entsprechend wenig zufrieden dürfte auch Pauli hier mit dem Auftritt seines Teams gewesen sein. Ja, Jan Brandscheid, unnötiges Ding da gegen Sascha Hamann, gegen den Torschützen zum 0:1. Ja, das ist wirklich, wenn man diesen Direktvergleich in der Liga anstreben möchte, dann ist das Licht und Schatten. Licht in Homburg und heute ganz schön dunkel. Mal sehen, ob da bekanntlich diese Funzel am Ende des Tunnels heute noch, ob wir die noch zu Gesicht bekommen. Ah. Weiter Abschlag von Popescu. Luca Sassosand kommt aber nicht an den Ball ran. Und es rollt wieder ein Angriff in Richtung SVE-Tor. Und da behindern sie sich jetzt gegenseitig. Ja, Fischer und Sinar waren das da. Unglückliche Szene. Josef Sinar. Nimm du den Ball, ich habe ihn sicher. Und die zweite Ecke. Kommt flach. Ja, Grimm. Das war ein bisschen zu optimistisch, was sich da die 7 von Pirmasens in der Situation vorgenommen hatte. Ja, ja. Popescu, der hätte gerne Simon Maurer hier eingebunden, aber Pirmasens steht jetzt hier relativ hoch. Deswegen bleibt ihm da eigentlich nur der Abschlag übrig. Und Liras, der macht den Ball jetzt mal fest. Ja, gut, zuvor von Sasso Sand, der jetzt wieder am Ball ist. Ja, aber dann Missverständnis mit Diefenbach. Diefenbach ins Zentrum gezogen und Sasso Sand wähnte den Kollegen da noch auf der Außenbahn. Und es gibt im Gegenzug direkt wieder ein Einwurf, diesmal für den SVE, Josef Sinar auf Simon Maurer. Ja. Und er ärgert sich. SVE natürlich jetzt weit aufgerückt. Und man sieht ein taktisches Mittel, das in dieser Saison schon einige Male vom Trainerteam erprobt worden ist. Nämlich... Oh, Glück für Liras, aber gut nachgesetzt. Guter Ball da raus auf die rechte Seite. Ja, aber was macht denn Busit da? Der spekuliert auf einen Einwurf.
Ja, den gibt's jetzt, den kriegt er jetzt auch. Aber nicht so, wie er eigentlich wollte. Ball zu weit für Jonas Singer. Also, lass mich den Gedanken von eben noch schnell vollenden. Wieder über Diefenbach, über Heinz und über Liras. So ein bisschen asymmetrisch das Spiel des SVE. Tendenziell eher über die linke Seite. Jetzt geht's mal über rechts, über Fischer und Busit. Busit, aber das ist, er ist natürlich keiner, der hier groß das Tempo hätte. Adam Busit, der ja auch mehr oder weniger behelfsmäßig eigentlich nur den rechten Verteidiger gibt seit einigen Wochen, hat mit seiner Erfahrung, mit seinem guten Stellungsspiel in Summe durchaus dazu beigetragen, die Abwehr der Moselstädter zu stabilisieren. Heute hat das leider nicht geklappt. Bei schon 3 Gegentreffern im ersten Durchgang. Einwurf, ja. Marco Steil. Rollt er die Kugel an ihm vorbei. Falscher Einwurf, Kevin Heinz. Und so wechselt der Ballbesitz erneut. Beziehungsweise, nee, scheint ein Foul gewesen zu sein. Entschuldigung, habe ich Kevin Heinz da Unrecht getan? Im Angriff, ich bin mir nicht sicher, wer es war. Ich habe es leider auch nicht gesehen. Ja, beim SVE, da deutet sich unterdessen ganz, ganz früh im Spiel, in der 54. Minute, der letzte Wechsel an. Da steht Popescu. Ömer Kayaoglu bereit. Und immer dann, wenn es mal schnell gehen könnte, geht's dann aber nicht so schnell. Diefenbach, gute Bewegung mit Liras. Schön gemacht. Über Heinz, über Liras. Ja, da ist diese linke Seite. Die sind extrem unangenehm zu bespielen. Nutzos probiert das. Ja, kommt aber nicht durch. Ball landet wieder bei Heinz. Die Flanke ist nicht schlecht. Gute Flanke für Sasso Sand. Und jetzt probiert es einfach mal der Fischer. Aber sein Volleyversuch deutlich am Ball, am Tor vorbei. Und es gibt den nächsten Wechsel. Ja, den letzten in dieser Partie, der Top-Torjäger Jan Brandscheid. Heute unglücklich. Benni, du hast früh in dieser Partie orakelt. Es könnte heute nicht sein Tag sein. Das hat sich leider bestätigt. Dafür kommt Ömer Kayaoglu in die Partie. Hatte ja seinen wichtigsten Auftritt in dieser Spielzeit hier beim letzten Heimauftritt seiner Mannschaft. Da hat er nämlich den späten Ausgleich vorbereitet von Tim Garnier. Ömer Kayaoglu, tolle Flanke da gegen Hertha Wiesbach beim 1:1. Vielleicht kann er ja heute neben dem Aspekt der Spielpraxis auch nochmal die rechte Seite ein bisschen beleben. Wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und ja, und das war auch gar nicht böse gemeint. Stehen halt nur Menschen hier auf dem Platz. Auch so ein Brandy kann halt mal einen schlechten Tag erwischen. Ja, ist natürlich vollkommen richtig. Also das gesteht man jedem Spieler zu. Heute ist er damit nicht wirklich negativ aufgefallen. Und er ist auch nicht der Einzige. Deswegen reiht sich da oder hat sich da nahtlos eingereiht in den Leistungsbereich der Kollegen. Oh, Ball von Busit landet bei Maurer. Glück gehabt. Oh, Ose, der senzt da über den Ball. Aber da ist dann halt noch der Kapitän, da ist dann halt noch Marco Steil. Ah. Kayaoglus erste Aktion nicht besonders glücklich. Ball landet bei Busit. Der SVE, der hat da schon relativ viele Optionen eigentlich.
im Angriffsspiel, denn da sind ja jetzt fast alle Akteure auf dem Feld irgendwo in der Offensive beheimatet. Nutzers. Ja. Kleiner Gruß Richtung Ostkurve und es gibt einen Einwurf. Ja. Unterdessen wird auch der FKP hier zum ersten Mal auswechseln. Der Top-Torjäger kommt ins Spiel. 7 Treffer hat er gemacht in dieser Spielzeit bisher. Dennis Krupp steht da unten bereit. Bekommt auch noch die Chance, sein Torekonto aufzustocken. Oh, Simon Maurer. Ja, ist dann aber da. Fischer. Kayaoglu. Ja, schade, verliert den Ball da. Gegen Hamann. Setzt nach, setzt auch gut nach. Freier gegen Sinar. Ja, kein Problem für Josef Sinar. Klasse gemacht vom Routinier. Und jetzt gibt's den von dir angekündigten Wechsel. Ja, das dürfte Christopher Ludi, der Torschütze, zum 3:0 sein, der hier den Platz verlässt. Ludi, der hat ja jetzt in Sachen geschossener Tore gleichgezogen, seinen 7. Saisontreffer hier erzielt mit Krupp. Spielminute für die 25 Christopher Ludi, spielt die 20 Dennis Krupp. Fischer, gut gelöst, da gegen drei Mann. Heinz, schöner Doppelpass mit Diefenbach. Gut gemacht, Kevin Heinz hat natürlich jetzt außen immer noch die Option. Kayaoglu, Ball landet im Rückraum bei Nutzos, der rutscht da weg. Beim Ausholen zu diesem Schuss, Liras. Ja, wurde da gehalten, gutes Auge. Von Manuel Reichert. Ja, schade, Benni. Das war gar keine schlechte Schussposition für Saki Nutzos. Der hat ja in dieser Saison unter anderem in Jägersburg durchaus unter Beweis gestellt, dass er einen guten Bums aus der Distanz hat. Auch hier gegen Karbach, als er dieses wunderschöne Freistoßtor erzielt hat. Aber natürlich nicht, wenn du vorher keinen Halt hast. Freistoß jetzt ausgeführt vom neuen Mann von Ömer Kayaoglu. Ball kommt nicht so schlecht. Liras, ja, hält den ein bisschen gezwungenermaßen im Spiel und dann gibt's Einwurf für den FKP. Die sich jetzt in dieser Phase natürlich ganz, ganz weit zurückgezogen haben, dem SVE viele, viele Räume lassen. Zumindest bis in die eigene Hälfte hinein. Wer hat sie? Die zündende Idee. Das ist die große Frage. Wie du eben gesagt hast, es sind genügend Offensivkräfte jetzt auf dem Platz in den Reihen des SVE. Aber wer hat da noch den richtigen Gedanken und packt ihn aus? Maurer gewinnt das Kopfballduell, dann der Querschläger von Hamann. Nutzos, ja, der hat dann da versucht, den festzumachen. Hat da vielleicht eher mit dem Kopf hingemusst. Liras, ja, Foulspiel da wieder von Hamann. Freistoß wird wieder ausgeführt werden vom Mann mit der Nummer 17, Ömer Kayaoglu. Nicht so schlecht. Ja, Klaes senzt da am Spielgerät vorbei. Diefenbach, ja, wird da von zwei Mann vom Ball getrennt. Becker
und Schubert. Bosit ist dran an Schubert und Bosit macht das gut. Ja. So, jetzt hätten sie mal die Gelegenheit, das Ganze ja auch nochmal ein bisschen schneller zu machen. Tun sie nicht. Ja, so richtig viel Raum lassen die Gäste natürlich auch nicht. Rücken jetzt nicht übermäßig weit auf, auch beim eigenen Angriff nicht. Das sind dann 4, 5, vielleicht 6 Mann. Ja, aber es ist auch keine Bewegung da. Also jetzt auch gerade, wenn ich mir anschaue, was für Gelegenheiten denn da ein Josef Sinar gehabt hätte. Allzu viele gab es da nicht. Und das spricht heute nicht unbedingt dafür, dass man sich hier noch in den letzten knapp 30 Minuten, die noch zu spielen sind, auf ein Offensivfeuerwerk und ein Anlaufen mit aller Kraft einstellen sollte. Sind vielleicht auch die letzten Wochen, die englischen Wochen, die da in den Knochen stecken. Wer weiß? Ja, nimmt den Kläster noch mal mit. Weiter bei Maurer und Bosit dran. Ja, da passt auch die Abstimmung nicht ganz. Also klasse gemacht vom neuen Mann von Dennis Krob. Freier. Ja. Singer, da kommt Tiefenbach zu spät. Da nimmt Singer Schubert mit. Schubert gegen Kaya Oglu, klasse Flanke, aber runtergepflückt von Andrei Popescu. Das zündet Kevin Heinz da vermeintlich nochmal den Turbo, muss aber abbrechen. Oglu schön angenommen, da das Leder. Versucht da ins 1 gegen 1 zu gehen, wird aber vom Ball getrennt durch den aufmerksamen Jonas Singer. Tiefenbach. Ja, Ball wird im Tor auslanden und dann gibt's Abstoß. Nee, ist heute ein gebrauchter Tag. Viele Bälle, die nicht ankommen. Zu wenig Dynamik. Zu wenig Ideen. Natürlich auch ein Gegner, der es einem hier nicht einfach macht. Natürlich auch ein Gegner, der 3-0 vorne liegt und die ganze Sache relativ entspannt jetzt komplett auf Kontern verlegen kann. Aber das ist halt trotzdem zu wenig, was der SVE hier heute anbietet. Und die lassen sich hier den Schneid von Pirmasens ganz schön abkaufen. Guter Einsatz da von Diefenbach, aber dann gibt's den Freistoßpfiff. Und jetzt mal alle Mann auch von Pirmasens in der Hälfte des SVE bei der Ausführung dieses Freistoßes. Aber der bringt nichts ein. Josef Sinar wird da direkt angegangen von Grimm. Und auch Popescu muss das Leder jetzt rausschlagen.
Schön abtropfen gelassen. Und jetzt müsste da Busit den Turbo schalten, aber unsauberer Pass in den Rücken von Liras. Deswegen rollt jetzt schon wieder der Konter Richtung Eintracht-Tor. Und da kriegt die Eintracht jetzt mal vorgeführt, wie das denn läuft, wenn man schnell spielt. Ja, aber stark dann von Maurer. Und auch von Sina. Aber sie kriegen den Ball nicht wirklich geklärt. Doch jetzt mit Liras, der da auch nochmal hinten ausgeholfen hat. Und jetzt ist hier ein bisschen Raum da, wenn sie es jetzt mal schnell machen würden. Aber und schnell, das ist das Stichwort für Kevin Heinz. Diefenbach, was macht er da? Ja. Ja, eigentlich kein schlechter Ball. Sasso Santa ein bisschen Probleme, den zu verarbeiten. Kevin Heinz wird da über die komplette Strecke seines Sprints gehalten, für mich. Hatte aber selbst auch die Hand draußen. Ja, wer weiß, vielleicht ja nochmal ein Standard. Nicht, dass wir da in dieser Saison übermäßig für Gefahr gesorgt hätten, insbesondere bei Eckbällen. Ah, Liras. Und Liras. Ja, das ist natürlich ganz, ganz, ganz einfach, da für den FKP da in Ballbesitz zu kommen. Fischer mit dem weiten Ball. Aber es ist irgendwie bezeichnend, auch mit den zweiten Bällen, auch wenn Maurer jetzt hier mal das Leder in den eigenen Reihen halten konnte, hat der SVE heute wieder Probleme. Das ist natürlich gegen einen, Benni, du hast es eben auch schon mal angesprochen, sehr, sehr starken, sehr, sehr abgezockten Gegner hier. Auch ein schweres Unterfangen, aber trotzdem so ein kleiner Rückfall in alte Tage hier beim SVE. Das hat wieder mehrere Facetten der Mannschaft, die hier zu Saisonbeginn noch um die Abstimmung gerungen hat. Um Stabilität, um Kompaktheit. Für die 24 Jonas Singer kommt neu in die Partie die 27 Jan-Luka Lippmann. Ja, Sie haben es gerade gehört über die Stadionmikrofone. Rebmann im Spiel für den starken Singer. Diefenbachs Pass landet da im Fuß des Gegenspielers. Sina. Maurer mit Fischer. Oh, ah. Katastrophenpass von Felix Fischer, aber den kriegt er prompt zurück in die Beine gespielt. Von Patrick Freier, glaube ich, war es. Ja, und das ist hier heute wirklich bezeichnend. Man kriegt hier keinen Fuss auf den Platz. Liebe Gäste, die Zuschauerzahl wird präsentiert von Lisa Style. Zu unserem Spiel gegen FK Pirmasens bedanken wir uns bei 892 Zuschauern. Auch ein Negativrekord, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein, Niklas schüttelt den Kopf. Nee, ich glaube, dass im Heimspiel gegen Mechtersheim dürfte es gewesen sein, noch ein paar weniger Zuschauer da waren. Aber wir sind uns einig, diese Zuschauerzahl ist eigentlich dem Topspielcharakter, den das hier heute hat, nicht angemessen. Schade. Hätte der SVE mit der Leistung heute nicht verdient gehabt, aber zumindest mit den Eindrücken der letzten Wochen hätte die Mannschaft hier in meinen Augen ein bisschen mehr Zuspruch durchaus verdient gehabt. Heinz. Ja. Langer Ball kommt nicht an. Trotzdem Heinz nochmal. Gibt aber zurück auf Josef Sina, der auch wieder mit einem hohen Ball auf Nutzos. Der kriegt das Leder nicht runter. Freier und draußen ist Grimm. Auf der rechten Seite ist Grimm und der kriegt jetzt den Ball. Und da kommt dann ein Kevin Heinz mit seinem Antritt. Da fehlt natürlich auch bei den Gästen jetzt die allerletzte Entschlossenheit, hier so ein Ding dann auch entsprechend zu Ende zu spielen. Aber auch in so einer Situation, wenn dann mal die Räume da wären, da wird dann halt nochmal viermal hintenrum das Ganze
verzögert. Und natürlich kannst du hier auch das Hauptaugenmerk auf die Ballkontrolle legen. Aber dann müssen die Pässe auch ankommen. Und das kamen sie heute oft genug nicht. Und das da sind so Beispiele. Da könnte ich aus der Haut fahren. Weil da sieht man, da ist keine Idee, wie man die Defensive der Gäste in Bedrängnis bringen könnte. Sah Susanne da auch relativ unbedrängt. Ja, also es läuft heute einfach nicht rund. Jo. Müssen wir leider so festhalten. Ja. Das ist das Einzige, was dann einfällt, nochmal den Ball zurückzugeben auf André Popescu. Aber da mache ich jetzt mal Josef Sinaga keinen Vorwurf. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich an, wo seine Mitspieler stehen. Ich will nicht von Verstecken reden, weil das machen sie sicherlich nicht extra. Aber er hat keine andere Möglichkeit. Da fehlt jetzt wirklich der Elan. Und das ist wirklich mit diesen hohen Bällen, ja. Ja, schade, die Idee von Simon Maurer war da gar nicht schlecht. Und er kann ja diese Diagonalbälle auch spielen, hat er in dieser Saison oft genug bewiesen. Ein Tucken zu lang für Kevin Heinz. Ja, und so plätschert diese Partie hier im zweiten Durchgang vor sich hin. Hüben wie drüben. Nicht allzu viel. Was beide Mannschaften im zweiten Durchgang bieten. Steil, da ist Fischer. Ja, auch der junge Felix Fischer, der muss natürlich auch auf seiner Position da in seiner ersten Saison im Herrenbereich eine wahnsinnige Last auf seinen Schultern da tragen. Fürs Spiel des SVE ungemein wichtig, und zwar sowohl für den Angriff als auch für die Rückwärtsbewegung. Felix Fischer hat da durchaus auch so eine Umschaltrolle im Mittelfeldzentrum, hat das in den letzten Wochen in Summe hervorragend gemacht, die letzten 3-4 Spiele. Hat auch eher ein bisschen zu kämpfen. Oh. Unterdessen hier Jan-Luca Rebmann nur knapp am vierten Treffer für den FKP. Ja, vorbeischießt. Und unterdessen kündet sich ein Wechsel an. Die Nummer 98. Wird kommen in der 75. Spielminute David Kasarian für Christian Grimm, der den fälligen Strafstoß verwandelt hat. Also zwei Torschützen sind jetzt vom Platz. Und wieder der Versuch, da einen Flügelspieler einzusetzen. Diesmal war es Kayaoglu. Und die Maßnahmen von Daniel Paulus, die er da getroffen hat mit dem Doppelwechsel. Ja, war ein Handspiel, aber Schiedsrichter sagt kein absichtliches. Und ich glaube, es war Josef Sinar und der hat da ein bisschen Glück gehabt, weil der ist ja schon mit Gelb vorbelastet.
Aber so ein Spiel, das kannst du ganz beruhigt auch im Altenheim übertragen. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass da irgendjemand mit dem Herzen Probleme bekommt, mit dem Blutdruck oder anderen Dingen. Weil das ist wirklich, ja, nicht allzu viel. Keine spannenden Szenen im Strafraum oder ähnliches. Das ist relativ lässig. Aber dafür sind die Zuschauer natürlich heute hier nicht hingekommen, Niklas, ne? Nee, das haben sich die 892 Treuen, die hier heute trotz auch des ungemütlichen Wetters den Weg ins Moselstadion gefunden haben, sicherlich genauso anders vorgestellt, wie wir beide auch. Also im Vorfeld, die Anzeichen, sie waren ja eigentlich positiv, auch wenn die Ergebnisse in den letzten beiden Wochen in den ersten beiden Topspielen in diesem so schwierigen Oktober auch noch nicht ganz überragend waren. Also in einem 1:1 zu Hause gegen Wiesbach folgte eine ganz bittere 1:3 Auswärtsniederlage beim Liga-Spitzenreiter und Topfavorit FC 08 Homburg. Aber in beiden Fällen hatte der SVE eine hervorragende Leistung gezeigt. Davon sind die Mannen mit der Porta Nigra auf der Brust da unten heute leider weit, weit entfernt. Leras. Also so richtig viel wollte heute partout nicht zusammenlaufen. Das ist alles zu offensichtlich, was sie da versuchen. Und Diefenbach. Ja. Holt da einen Einwurf raus. Wenn man das so kommentieren möchte. Und die Flanke kommt rein. Und das. Kayaoglu, Nutzos. Ja, und das war ein Schüsschen. Und da sagt Daniel Claes, da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Und einen härteren auspacken. Wenn du mich hier in Bedrängnis bringen möchtest. Ja, gute 10 Minuten sind es noch. Und wenn hier nicht noch ein Wunder passiert, dann sind die letzten 10 Minuten auch dazu geeignet, bei Schlafstörungen sich dieses Video ab der 80. nochmal anzuschauen. Ja, Benni, ich muss ja sagen, bei unserer Mannschaft in dieser Spielzeit, ich glaube, es gibt genau zwei Gegner, bei denen ich bei einem solchen Spielstand überhaupt kein Fünkchen Resthoffnung mehr habe, dass unsere Jungs hier nochmal zurückkommen können. Und das sind der FC 08 Homburg und das ist leider auch der FK Pirmasens. Die sind einfach viel zu abgezockt, viel zu gut besetzt. Die werden sich das Ding, die Butter hier nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Kayaoglu, schöner Ball für Kevin Heinz. Vielleicht nochmal eine Chance auf den Ehrentreffer. Ja, jetzt nach der Ecke. Kopfballgelegenheit, da fliegt Sasso Sand in den 16er. Spiel läuft weiter, Maurer räumt Ose hier unten ab.
Ja. Wer hätte das gedacht? Ich zumindest nicht, wenn man mich vor ein, zwei Jahren noch gefragt hätte, wird es mal ein Spiel geben, in dem FK Pirmasens der wirklich klare Favorit sein wird und ja, das deutlich bessere Team, eine Klasse zu hoch für den SVE. Ja, zumindest am heutigen Tag. Ich glaube, das kann man durchaus so konstatieren. Sicherlich auch ein Hinweis auf die weitere Saison. Ein Aufstieg war bei unserer Eintracht nie das erklärte Ziel und wir sind heute durchaus Zeugen für den Grund geworden, warum das so ist. Auf die absoluten Spitzenmannschaften, da fehlt einfach zumindest auch auf die Dauer einer ganzen Saison betrachtet noch ein bisschen die Erfahrung, die Abgeklärtheit. Und trotz und alledem, glaube ich, ist das hier kein Weltuntergang. Das war heute keine gute Leistung. Das ist ein Denkzettel und das wird dieser jungen Mannschaft wehtun. Aber ich bin trotz und alledem optimistisch, dass das Trainerteam um Daniel Paulus und um Henno Weirich und Rudi Tömmes die richtigen Schlüsse aus dem Gesehenen hier heute ziehen wird. Auch im Hinblick auf die Partie am kommenden Freitag unter Flutlicht 19.30 Uhr, dann gastiert der SVE, das Team aus der ältesten Stadt Deutschlands, am Wasserturm beim FV Engers im Neuwieder Stadtteil. Die Engerser ja so ein bisschen die Überraschungsmannschaft in dieser Oberligasaison bisher. Als Aufsteiger spielen sie eine hervorragende Rolle, insbesondere auf heimischem Platz. Gab es erst einen Punktverlust, das war ein 1:1 gegen Eppelborn. Ansonsten alle Spiele gewonnen, also auch da kommt auf den SVE wieder ein ganz harter Brocken zu. Trotzdem nicht vergleichbar natürlich auch mit der Kader, von der Kaderzusammenstellung her mit dem Gast vom heutigen Tag. Kevin Heinz probiert es nochmal. Also wenn man einen so ein bisschen ausnehmen kann von der Kritik des heutigen Tages, dann ist das am ehesten noch Kevin Heinz, der immer mal wieder mit tollen Läufen gefährliche Situationen eingeleitet hat. Ja. Der Linksverteidiger. Knappe 5 Minuten noch. Doch noch so lange. Hier zu spielen im Moselstadion. Ah, einmal tief einatmen. Ich glaube, das sind die Situationen, wo sich TV-Kommentatoren begnügen mit Programmhinweisen, mit Hinweisen auf Gewinnspiele, mit irrsinnigen Statistiken, was die Rasenhöhe angeht, haben wir alles nicht zur Verfügung. Und deswegen fällt uns, glaube ich, auch, weil wir zu dieser heutigen Partie eigentlich schon alles gesagt haben, auch nicht allzu viel ein, weil da unten auf dem Platz aber auch nicht allzu viel passiert. Jetzt könnte mal was passieren. Fehler bei Pirmasens, ja, aber Georgi Liras, der bleibt da stecken. Wurde da vorher von Nutzhaus gut in Szene gesetzt. Und jetzt nochmal eine Kontergelegenheit für
Pirmasens. Flanke. Nee. Kommt hinters Tor. Ja, und auch Georgi Liras, der bricht jetzt ab. Der, ich glaube, jetzt wissen alle, dass da heute nicht mehr irgendwas drin sein wird. Zumindest die Gesichtsausdrücke und auch die Körpersprache lassen das vermuten. Aber Kevin Heinz, der hat noch nicht genug. Ja, und da ist jetzt auch keine Eile mehr natürlich dabei. Bei der Ausführung. Sakinotsos. Sina. Ja, fälscht das Leder noch ab, aber nicht in Richtung Tor. Osee rüber auf die rechte Seite. Rückpass Daniel Kles, nochmal Yannick Osee. Ja. Das ist jetzt tatsächlich nochmal eine verschärfte Form von dem, was wir die letzten Minuten auch schon gesehen haben. Das ist jetzt wirklich Schlafwagenfußball. Aber ist auch verständlich, weil dieses 3:0 sowohl in den Köpfen der Pirmasenser vorhanden. Ein Ergebnis, das natürlich Endorphine freisetzt, aber halt auch bei der Eintracht, die jetzt weiß, wir werden nichts mehr riskieren. Weder eine Karte, noch eine Verletzung, noch sonst irgendwas. Wir bringen das hier jetzt noch zu Ende. Bis dann Schiedsrichter Manuel Reichert ein Einsehen hat und zum Feierabend pfeift. Und dann heißt es Wunden lecken am Sonntag und dann mit den Köpfen auf die Partie am Wasserturm vorbereiten. Das ist dann die Aufgabe, ja, des Trainerteams. Du hattest es eben schon angesprochen, Niklas. Jo. Und das war's mit der heutigen Partie. Ich glaube, wir können es diesmal ganz kurz und schmerzlos machen, weil es ist alles gesagt. Es gab ja genügend Freiraum innerhalb dieses Spiels oder noch irgendeine Botschaft, die du an dieser Stelle unbedingt noch loswerden möchtest. Ja, Benni, vielleicht eine Kleinigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt nicht den Teufel an die Wand malt. Pirmasens, wir haben vorher und auch im Spiel schon zur Genüge drüber gesprochen, ist einfach auch eine verdammt gute Mannschaft, auch für diese Liga. Und ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz die Kragenweite unseres SVE in dieser Saison. Und deswegen, das ist eine verdiente Niederlage gewesen heute. Und ich glaube, jetzt muss man einfach zusehen, dass man trotzdem das Positive auch, was es auch immer sein mag, aus diesem Spiel mitnimmt, mit genügend Selbstvertrauen nach Engers reist und dann zumindest den Anschluss da an die Top 5, Top 6 Teams der Tabelle hält und da weiterhin mitmischt, und dann kann das trotzdem für uns eine schöne Saison werden. Da bleibe ich fest von überzeugt. Genau, darauf freuen wir uns auch, auf diese Fortsetzung. Daniel Paulus, der hat es ja auch gesagt, nichts ist vorbei, selbst wenn wir heute hier verlieren. Simon Maurer hat das ein bisschen anders gesehen im Vorhinein, aber Daniel Paulus, der hat gesagt, ganz egal, wie das heute läuft, wir bleiben da oben mit dabei und versuchen weiter mitzumischen. Das war heute tatsächlich eine Lehrstunde, die uns Pirmasens im heimischen Moselstadion
aufgetischt hat. Eine bittere Pille, die gilt es jetzt zu schlucken. Für uns heißt das jetzt erstmal Wochenende. Wir melden uns dann aber auf jeden Fall nächste Woche aus Engers für Sie mit der Live-Partie für das heimische Moselstadion, für das heimische Wohnzimmer. Ist ja für einige das Moselstadion. Ja, sagen Dankeschön fürs Einschalten. Sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Niklas Stilz. Und Benjamin Judith, vielen Dank auch an Hanna Böhme, die uns jetzt die Stimmen zum Spiel liefert. Und da freuen wir uns noch drauf. Ciao.